Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind immer noch mit Trevor unterwegs, haben hier noch ein paar Missionen, die wir erledigen können. Und ich würde sagen, wir machen keinen Marathon, nein, wir machen Fremde und Freaks. So, jetzt zeigt man meinen Wegpunkt dorthin und dann geht es los. Ist hier irgendwie ein Auto für mich? Das letzte Mal haben wir mit ein paar Drogenbarons aufgenommen und haben uns ein paar neue Waffen gegönnt, würde ich sagen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie hier ein Auto finden oder sowas. Ich möchte nicht den ganzen Weg bis zu unserer nächsten Mission da hochlaufen. Das finde ich absolut überhaupt nicht nett, wenn wir das zu Fuß machen müssen. Ich höre die ganze Zeit ein Auto, ich sehe aber kein Motorrad oder ein Quad oder sowas. Naja, das war ein bisschen daneben. Gefällt, ich habe auch jede Menge Munition, wir hatten ja genug Geld, um uns auch die Waffen einfach mal voll zu kaufen. Deswegen haben wir 4000 Schuss für die Schrotflinte, 4000 für die Pistole und 4000 für Uzi und Pistole, also jede Menge Munition. Das sollte doch erstmal für uns reichen. Oder steht tatsächlich ein Fahrzeug? Ein Caddy? Ein Golf-Caddy? Ein Nutzfahrzeug, ein Caddy, ja, natürlich ist ein Caddy-Nutzfahrzeug. Na gut, dann würde ich sagen, fahren wir mit dem Caddy mal zu unserem Auftrag hin. Wo ist denn hier der Golfplatz überhaupt? Ein Kojote mitten auf der Straße, da lebt aber gefährlich. Ob der dann auch hier in die Mülleimer gehen und da irgendwie was auffressen oder so? Fände ich schon sehr lustig, wenn die mal da hingehen würden und auch was essen. Komm, wir fahren einfach mal ein bisschen querbeet. Yay! Und da fliegt der Caddy ja richtig. Ja, dafür sind wir auch gedacht, dass man damit ein bisschen Offroad fahren kann. Die sollen wir ruhig mal ausprobieren, das ist hier ein Tümpel. Sollten vielleicht nicht so rein, zu tief reinfahren, dann ist da unser Auto weg. Und hier regnet es auch, habe ich das Gefühl. Also man hört zumindest, dass das auf unser Dach prasselt. Der Regen und wieder hier. Also mal so querfällt ein und es ist richtig am Regnen. Und zwar nicht nur so ein bisschen, es ist richtig stark am Regnen. So, ich habe keine Lust, jetzt irgendwie rechts oder links vorbeizufahren. Die fahren einfach mal quer durch den Zaun hier, nehmen den Flock ein bisschen mit. Und okay, hier können wir gar nicht durchfahren. Dafür ist unser Caddy nicht stark genug. Aber hier können wir wieder durchfahren. Durch den Zaun. Oder auch diesmal nicht. Ja. Du sagst es, Trevor, unser Licht ist weg. Komm ich jetzt hier rauf? Hallo? Sonst wird das nicht im Querfeld ein. Oh, Werbereklamen. Nee. Nicht wieder da runter. Komm, Trevor, gib Gas. Der Caddy wird da wohl so einen Hügel hochkommen. Ich glaube nicht. Ich glaube, der Caddy kommt an seine Grenzen, wenn wir Hügel rauffahren. Aber hier geht es auch wieder back runter. Das sollte alles kein Problem sein. Wir sind über jetzt in Grapeseed. Und da geht es auch ab die Post. Ein bisschen schneller. Natürlich bergab schneller als bergauf. Und ab in den Zaun. Tut mir leid, ich habe den Zaun ein bisschen demoliert. Und da sitzt einer. Hi. There you are, handsome. No mud. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch on the run, desperate, alone. About to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maude, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Ich glaube, wir sind zum Kopfgeldjäger aufgestiegen. Verlasse das Gebiet. Aber schon mal erstmal ein ordentliches Auto. Ich glaube, das hier sieht zwar sehr rostig aus und Schrott, aber naja. Besser als unser Caddy ist er allemal. Dann verlassen wir mal das Gebiet. Albany, irgendwas fahren wir jetzt. Ich konnte es nicht lesen. Oh, schön, wie das der Regen hier prasselt. Blaine County Radio. Okay, da pöppern sie noch ein bisschen. Ich dachte mal, ein bisschen uns berieseln, ein bisschen dudeln. Neuer Kontakt, Mode. Kopfgeldmissionen jetzt verfügbar. Achtung, ja, möchte ich gerne. Server erhält E-Mail vom Mord mit generellen Einzelheiten. Hat er schon welche? Ne, haben wir noch nicht. Da bekommen wir sie jetzt bestimmt nachher.
haben wir denn da? Wie ein aufgemotzter Käfer? Hallo, ich mag übrigens deinen aufgemotzten Käfer. Also ein Offroad-Käfer. So, da würde ich mal sagen, fahren wir zu den Chinesen, oder? Ja, versuche es mich zu fangen. Natürlich auch für den Käfer, ein Heckmotor, ähnlich wie ein Porsche. Aber das Design von Porsche ist ja auch ein bisschen, zumindest vom 911er, ist auch ein bisschen vom Käfer mit entliehen. Sieht teilweise sich recht ähnlich. Aber naja, ist ja bald irgendwo irgendwie VW hinten drin. Der kann aber gut fliegen hier. Klappt ganz gut mit dem hier. Da kommen wir endlich mal die Berge hoch. Und da brauchen wir auch keinen. Da brauchen wir auch keinen wirklichen Punkt im für unser Navi, wenn wir so querfeld einfahren, oder? Ja, würde ich auch sagen. Yay! Ein paar Vögel, die auch jagen können. Ja gut, oder gut, ich höre den armen Tierchen nichts. Ich sehe es ja ein, Tierquelle und so. Bin ich natürlich nicht, davon möchte ich mich frei sagen. Alles virtuell hier. Und da fangen wir mal einfach nur virtuell Kojoten um, wie wir das ja schon getan haben. Aber wie sieht die aus? Also wirklich so ein bisschen wüstenartig. Ich mach da mal hier durch. Ein ganz komisches Felsen. Was haben wir denn da? Eine Radiostation oder sowas? Wow. Aber scheint sehr robust zu sein. Und hier gibt es Pisswasser im Yellow Jack. So. Open, müssen wir da reingehen oder müssen wir dort drum herumlaufen? Ich gehe einfach mal hier rein. Da ist gar keine Tür. Hallo? Gibt es hier auch eine Tür? Sieht sehr schäbig und marode aus, der Laden. Ich dachte, hier ist auch eine Tür. Hi. Ey. You're still banned. What about these two? Whoever wins gets banned. He's won. Ban him. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. 我操他妈的真是爽翻了! You all speak Spanish, speak it to each other! Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事你真是太好了，你有空就加的来分杯的我，这真是我人生中最美好的一刻。What the fuck is wrong with him? No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Well, let me show you the operation. This is us. Jetzt so ein bisschen Babysitters spielen für den Betrunkenen. Begibt sich zum Meth-Labor. Oh. Hört sich gut an. Na dann, los geht's. Chefkoch wird gewählt. Hallo Chefkoch. Chef, we're just coming down to see the kitchen. You can't get here quick enough. The Aztecas are coming. They think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. Okay, Ortegas wollen uns wohl jetzt auch ans Leder, weil wir zu eurem Chef ja nicht so nett gewesen sind zum Omega. You sure your boss don't want this crank for his own personal consumption? No, no. Mr. Chang Senior is very specific. He wants a good, reliable source of methamphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. Shit, Trevor! We ain't got long! Whoa. Manners, chef! These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hey, Lao Shung! Nice to meet you.
Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? Ample room inside. Mr. Cheng, please, sir, if you will. Let me out! No! Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me! If I knew we were having visitors, would have done a little spring clean. They really want you dead. Oh man, das ist natürlich nicht so gut. Wir direkt von denen überfallen werden. So, aber wir können ja mal ein bisschen was, ja, jetzt sind sie wirklich sehr sauber, die Ortegas. This ain't done until they're all gone. Da kommen ja. Ah, da kommen noch mehr. We gotta do something, they're through the gates! So, der ist weg. Der ist auch schon weg. Kann ich hier auch rumlaufen? Ja, okay, ich kann. Weil da hinten ist ja jetzt noch ein Auto. So, der hat ein bisschen in den Arsch geschossen. Und da hinten ist noch irgendwo einer. Kommen die jetzt hier rein oder was? Kann ich hier irgendwo noch anders hin? Vielleicht mal unten? They got the whole contingent here! Get off my property! So, Gabber Balken zeigt anscheinend verfolgte Fähigkeiten. Sind I'm starting to think they really want to kill me! They're coming around back! Sind sie jetzt hier runter oder was? Shit, Trevor, find some cover! Na, ich hab meine Deckung, ihr auch. Ist, glaube ich, nicht so gut, hier unten das zu machen. Deswegen laufen wir wieder schnell nach oben. Zurück zum Chefkoch. Kann der hier nicht drüber? Ich wollte doch sagen, der kann doch bestimmt hier drüber klettern. Und auf zum Dach. This is extremely unprofessional. Habe ich nicht ein paar Granaten gehabt? Das wird natürlich... Ah, jetzt. Ich werfe einfach mal... Na? Einfach mal welche zum Auto. Ja, ob das klappt? Jawohl! Und, ja, okay, das ist natürlich noch besser. Hat aber so ein bisschen die Luft jagen. Und bumm. So gefällt mir das doch. Da kommt schon wieder einer angefahren. Aber den können wir mit dem Raketenwerfer ja ganz... Granatenwerfer ja ganz schön in die Luft jagen. Da hat er ja nicht so viel Glück. Und du willst dich von hinten anschleifen? Natürlich. Ja, ich komme hier schon. Keine Angst. Folge dem Chefkoch. Natürlich machen wir das. So die Frage, wo ist Cartman und ihr anderen alten Säue aus South Park? Yeah, machen wir doch einfach mal. Lass uns einfach mal hier wie Rambo hier durch. Yay, Rambo! They know their feet, let's push them off! Screw the Aztecas! Go back to the lab and get me a damage report! I should check on the Chinese delegation. They might be catching a chill. Tja, das sollten wir wirklich mal da rausnehmen. Time to recommence the tour, gentlemen. Woohoo! Woo! Woo! I think we have seen quite enough.
I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey, Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. Das lief wohl nicht so gut, aber wir haben es geschafft. Wir haben jetzt einen neuen Kandidat, Shang Junior. Verluste 29 von 32. Also 3 hätten wahrscheinlich noch töten müssen. Verschrotte 5 und Missionszeit 6-12. Also keine Ahnung, was das auch alles heißen soll. Aber ich denke mal, wir haben genug Autos in die Luft gejagt. Hey Trevor, ich würde darüber informieren, dass... Was? Dass dieser Gestauchte sich im Steinbruch versteckt. Allen Anschein nach ein alter Typ. Also er wird sich wahrscheinlich abhauen. Wolf Ostrowski. Maut. Okay, ist das dann der Punkt, den wir da auf der Karte sehen? Ist doch nicht mal weit weg von hier. Fremde und Freaks. Oder ist das anders auf der Karte angezeigt? Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir fahren einfach mal dahin. Weg mal dir, du Handy. Und schau mal an, ob wir den erwischt bekommen. Also ein bisschen so die Kopfjägermission, würde ich sagen. Start, you turd! Ja, unser Auto ist, glaube ich, nicht mehr das Beste. Dann nehmen wir eins von den Chinesen. Dafür sind die ja da. Und die sind ja eh schon Schrott, da können wir sie doch so einfach mitnehmen, oder? Also auf geht's! Die wilde Fahrt geht weiter. Es geht ja auf zu unserem, schätze ich zumindest mal, dass es unser Ziel ist. Aber es sieht nicht wirklich so aus, als wäre hier was zum gebaut oder so. Das sieht schon recht aus wie eine Baustelle. Oh Gott, da fehlt ein ganzer Reifen. Beziehungsweise das Gummi von dem Reifen fehlt. What the fuck is wrong with you? Hallo. Wer seid ihr denn? You're gonna meet a bitch, that's where you're gonna meet one, you know what I'm saying? Hey, hey. Give me a sip of that. What? Come on, my throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you're... What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing, all right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker! That's right. I said it. Creepy. Old! Motherfucker! No! Jesus! Huh? No, come on! Get what? Up. What? What? Sorry, now, where I'm sorry. Were we on, exactly, get up, huh? Get up! I'm sorry, man, we're help sorry. Help! Help! There's a guy with a gun! Asswipe! Randale! Neutralisieren! 25 Hinterwäldler! Okay, machen wir doch. Laufen wir jetzt. Was? Oh, what the fuck? Hilfe, was zum Ficker? Was geht denn jetzt hier ab? Das ist wirklich irre. Ich sollte auch treffen lernen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Old man! What house this for an old man? Das ist schon ein bisschen crazy, würde ich sagen. Na, ich sollte auch treffen, wie schon mal gesagt. Aber, ja, ich kann euch nicht sagen, was hier gerade abgeht. Ich weiß es nämlich nicht. Wir sollen halt einfach nur 25 von denen hier irgendwie abballern. Nobody talks about my mother. Aber wir haben es nicht geschafft. Also irgendwie müssen wir da anders dran gehen. Das ist halt die Frage, wie gehen wir da dran? Erneuter Versuch. Auf jeden Fall vielleicht nicht unbedingt so offen in der Straße rumstehen. Das ist schon ein bisschen doof. Ja komm, steck mal aus. Dann könnt ihr nämlich gleich sterben. So, ich hack einfach mal das Ding in die Luft.
Leg dich schlafen, alter Mann. Du auch. Ja, ich bin immer noch gruselig. Ich bin, glaube ich, noch mehr als gruselig jetzt. Das klappt schon einiges besser. Oh, da hinten sind zwei Stück. So, und jetzt kommen sie wieder vom Dach, oder was? Ist halt einmal alt, oder was? Oh, jetzt sind sie wieder hinter mir. Reloading! Reloading! Reloading, der läuft da oben rum. So, noch vier, sechs Stück. Das sollten wir doch schaffen, oder? Von hinten, mir schießt wieder einer. Wie kommt denn der jetzt wieder her? Aus der Hütte raus, oder was? So, und du auch mal weg. Und wie auch immer du bist, auch du musst leider weg. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach noch die Zeit durchhalten. Und hier mehr Medaillen, wahrscheinlich also Silber und Gold, wahrscheinlich mehr irgendwie umhauen. Jede Mission hat, glaube ich, auch Silber und Gold. Werte, die man schaffen kann. Ja, hinter mir sind noch welche. Und die Zeit ist um. Geschafft. Erledige 45 Gegner. Erledige 3 Gegner mit Schockkopfschüssen. Wir haben nicht mal die Kopfschüsse geschafft. Aber immerhin 2 Autos umgehauen. Ja, wunderbar. Aber mit diesem Randale, mit dieser Randale und unser, guck mal, wie viele Kugeln wir bekommen haben. Eigentlich müssten wir jetzt tot sein. Aber wir sind nicht tot. Aber damit würde ich sagen, sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder von GTA 5. Bis dahin, euer Moscher.